Was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Tartaros hier bei mir bei einer neuen Location. Ich bin heute über den Abend bei einem Freund, der hat sich mir erkenntlich erwiesen, dass ich mich bei dem ein wenig einnisten darf, und der hat sich währenddessen in die Waschküche verzogen, damit ich mich da breit machen kann. Ich habe da mein Mikrofon, meine Webcam, mein Laptop. Ja, genau so muss das sein. Genau. Genau, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich irgendwas vergessen. Ich habe mich Begrüßung habe ich, genau. Gestern ist ja leider kein Part gekommen, tut mir halt mega leid. Und zwar, weil, wie gesagt, ich war halt mega kaputt von der Arbeit und habe um 11 Uhr nicht mehr geschafft, noch irgendein Video zu machen. Aber eben, ist Schnee von gestern. Leute, hier ist ein neuer Part und wir machen gerade weiter. Wir sind neu hier auf die Brücke das letzte Mal angekommen. Und wir müssen jetzt einen Weg finden, glaube ich, die Schleuse wieder zu öffnen, um hier rauszukommen. Und dafür sehe ich mich jetzt mal ein klein wenig um. Muss mal schauen, was es hier noch so gibt. Hier hinten? Nee. Oh la la, was haben wir denn hier? Natürlich zensiert, ne? Okay. Ich glaube, wir sollten vielleicht... Wir müssen wahrscheinlich an irgendeinem Computer oder so. Was haben wir noch? Können wir hier... Andrews? Andrews, can you hear me, mate? Yeah, I can hear you, Coop. Tell me some good news. Well, I'm on the bridge, and I'm locked in again. Looks like I'm in one cage, and into another. Right now, we have to focus on checking on the status of the ship's systems. You should be able to pop the door open, too. I'll guard you. But first, you gotta shut that damn alarm off. There should be a yellow button on the wall. Also das Erste, was wir machen sollen, ist, wir sollen den scheiß Alarm abschalten. Der stört nämlich wirklich ein klein wenig. Das machen wir mal gerade. So. Finally. Been hearing that alarm in my head for a week. Good job. Real peace and quiet. Next task. I'll need you to take control of my terminal. You'll need my keycard. Well, where is it? Should be on my desk. Okay, jetzt brauchen wir seine Schlüsselkarte, die auf seinem Tisch liegt. Das hier? Ja. Found it. Now what? Now, look at the keycard. See the ID number on the front? That's my password. Type Andrews. For name. Ah, okay. Also, Andrews ist sein Benutzername und sein Passwort ist die ID-Nummer. Also A702193. 702193. 702193. Was ist natürlich am Computer? 702193. 702193. Ah, hier. 702193. 702193. Ah, auf der Seite steht jetzt auch nochmal. Ah ja, total vergebt. Das kann man gar nicht richtig lesen. 702193. Habe ich es richtig? Wait. That's yes, a good noise. Wir sind drin. I still don't have a goddamn clue how to use this thing. Calm down. I'll tell you every input letter by letter, alright? Alright, I'm listening. You should be in the root directory now. Type list and then hit enter. Okay. Well, what do you see? Several folders here. Users, default, pool. What am I looking for? Let's get that door open. It might just be a piston failure. Damn things are always jamming up and going into failsafe. One of those folders in front of you has the correct values to get the door reset. But I don't remember which folder it is. Okay, how do I check inside these folders? I'm going to give you a different set of commands this time. Are you ready? Yeah, I'm ready. Shoot. Okay. Alright. I'm going to type the letter S as in Sierra. Okay. F as in Foxtrot. Okay. Now hit space. Okay. Users. Hit enter. Hey man, you there? Andrews? Ah, damn it! Damn it! Andrews! What the fuck is going on over there? Talk to me! Cooper, you can find all the commands you need by typing help. Things are going haywire over here. I'll have to deal with it. Alright, alright! Shit! Take a deep breath, Coop. Can't be harder than one of those computer games, right? Okay, das ist sehr, sehr viel mit Kommandobefehlen muss man jetzt hier
arbeiten. Das kenne ich noch wie aus dem CMD-Fenster noch bei Windows. Das hatte ich in der Informatikschule gehabt. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir da weiterkommen. Oh, guck mal, wir können die Farbe wechseln. Hehe. Oh Gott, das ist ja schlimm. Sicher rot? Ja, habe ich mir gedacht. Okay, machen wir wieder normal. So. Also, dann müssen wir mal ein bisschen ausprobieren, wie wir hier vorwärts kommen. Und zwar... Was haben wir denn hier? Benutzer. Nochmal Help. SFN Root List. Was ist denn bei dem im Ordner drin? Okay, dann haben wir hier die Elektronik, Hydraulik, Sicherheit, Mechanik. SF. Scan Bridge .scn Airlock, hier haben wir es. Nee. List .scn. Okay, das haben wir. Jetzt sind wir bei der Luftschleuse drin, ne? Ich mache ein Foto. Geht auch. So, mache ich am besten ein Foto schnell hiervon. So. So, und jetzt schauen wir auf dem Foto schnell am besten nach. Was haben wir hier stehen? Also. Hier haben wir 1,9,059. Jawohl! Nächstes. Geil, es funktioniert. 2,3,512. Ah ne, das war falsch. Tut mir leid. 1,4,340. Sehr schön. Das funktioniert auch. 7,2,005. Auch gut. Und das letzte. 2,3,878. Yes! Objekt updated. Talk with Andrews. Sehr schön. Können wir hier raus? Okay, jetzt ist mir das Spiel abgestürzt. So, wir haben es endlich geschafft. Oh mein Gott, ich tue wahrscheinlich da ein wenig schneiden, weil ich habe da ungefähr sicher 20, 30 Minuten gebraucht, bis ich die richtigen Commands rausgefunden habe. Wir haben es aber, wie gesagt, geschafft. Die Brücke, die Luftschleuse wieder zu öffnen. Tut mir mega leid, wie gesagt, dass das Spiel einfach abgeschmiert ist. Wie gesagt, es ist einfach abgestürzt und ich musste nochmal alles bis hierhin machen. Aber das sollte uns nicht weiter aufhalten, denn wir haben den nächsten Auftrag. Wir müssen uns wieder mit Andrews in Verbindung setzen. Und, Cooper. Ah, da ist er auch schon. Hey, Coop, you there? Andrews, what the hell happened? If you were just messing with me, I'm gonna fucking end you the next time I see you. Damn terminals are a piece of shit. But I managed to work through it and get through that door. Impressive. No secret, I'm smarter than you, mate. That's why I'm in here and you're in there. Yeah. And that's
why they put me in charge of all the fancy electronics. Your job is carry rocks around. Well, we can measure our dicks later. For now, we have to save this goddamn ship. So, good or bad news? Which do you want first? God damn it, Andrews. Always with the bullshit. Fine, bad news. We can forget about the bridge terminals. The tunnels are fucked at the moment. We're gonna be working on some calculations. Cargo bay and jets in all the mine material. The reduction in mass may slow us down enough to correct the ship's course. We need to hurry, though. The main systems are starting to become unstable. We've got steam pipes bursting all over the place. Can I get the abridged version of all that? Go to the cargo bay and open those damn hatches. Okay. I can reach the cargo bay if the elevator is still working. Okay. But I don't know how to open the hatches. Mitch knows. But I don't have a goddamn clue where he is. Can you help me with that when I get there? Fortunately, no. What the hell? Why? There is no comm system in the control room. The people who built this ship want the best and the brightest. Hmm? Can't find a way to get the hatches open. The airlock will do the trick. Fucking engineers. Always getting caught up in numbers and details and never getting shit done. Might be a blunt instrument, but at least I'll make stuff happen. I'll get it done. I don't know how I'm gonna do it. But I'll get it done. I'm counting on you here, Cube. Remember, the only comm system in that area is next to the elevator. If you run into trouble, contact me through there. Good luck. Hey, wait a minute. You said there was going to be good news. Right. The more I talked, the more I realized that, it really isn't good news. That's all. Spast. Go to the cargo bay. Okay, cool. Aber ich check trotzdem jetzt gerade nicht, wo wir lang müssen. Wir sind doch, von hier sind wir gekommen. Und, das kann's doch nicht sein. Aua, bin ich jetzt. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich glaube, ich stelle mich gerade ganz dumm an. Ich glaube, ich laufe jetzt hier schon seit 5 Minuten den Gang hoch und runter. Hä? Ich glaube, ich habe gerade irgendeinen Ausgang verpasst. Kann das sein? Au. Hä? Die Tür war doch eben gerade noch nicht offen gewesen. Jetzt ist sie offen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber okay. Gut, die Tür ist jetzt auf jeden Fall offen. Die war vorher zu. Warum auch immer die jetzt inzwischen offen ist. Vielleicht war das ein kleiner Bug. Gut, jetzt geht's nach unten, meine Lieben. Und da bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet. An der Stelle nochmal, ey. An der Stelle gönnt euch halt auf jeden Fall heute Abend den Alien Isolation Part. Mir ist da echt was mega krasses passiert. Wie gesagt, schaut euch einfach an. Könnt ihr euch auf was freuen. Hey, finally. So, wir sind hier unten angekommen. Hi, nicht mal die Sachen konnten sie aufhängen. Uiuiui. Alright, Cube. This is your world. Stones, dust and sweat. Yeah, this I can do. Okay. Können wir... Nee, das, da kann man nichts groß machen. Wo müssen wir lang? Mal ein bisschen umgucken. Hier auch nirgends. Also zum Glück habe ich erfahren, dass das ja kein Horror-Game sein soll. Also muss ich mir nicht unbedingt Sorgen machen, dass gleich irgendein scheiß Alien hinter der Ecke hervorspringt. Ich glaube, da hinten müssen wir irgendwo hin. Da leuchtet irgendwas grün. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Oh, da können wir aber auch durch. Können wir crouchen? Ja. Boah, ist aber auch richtig dunkel, oder? Sieht ja fast gar nichts. Nee, hier ist nichts. Ist wirklich nur so ein bisschen zum Umgucken. Ich glaube, wir müssen wirklich da hoch, Leute. Gehen wir mal schauen. Die Zeit läuft uns auch davon.
aber ich will wenigstens noch gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Ich glaube hier. The control room. Ja. Damn it. Of course there's no power. Doesn't matter anyway, because it looks like I'll need a goddamn key card. Object updated. Enter the control room. Also wir müssen hier reinkommen. Aua, aber... Leute, ich glaube, das gucken wir im nächsten Part, wie es hier weitergeht. Wir haben zwar unsere Keycard hier noch. Aber das bringt uns ja nicht viel. Okay. Wie gesagt, ich glaube, wir gucken im nächsten Part, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn wir, auch wenn ich viel skippen musste. Aber ansonsten wäre der jetzt hier eine Stunde gegangen, der Part. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, würde ich euch vorschlagen, schaut morgen doch vorbei bei Tartarus. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Danke fürs Zusehen, danke, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao!